Hier Moin, ihr Flüchtende, hoi liebe Land, Ratten und Rädchen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online in der Task Force Operation. Zusammen mit Felix, Fuzzy, Toni, Helm. Ja, hallo. Hallo. So. Und wir nehmen wirklich die Herausforderung an. Und wagen uns in die Schlacht von Corvess. Warship-Schiffe wurden in der Umgebung von Corvess 4 gesichtet. Dies ist eine bewohnte Welt und die Allianz hat vor, diesen Planeten zu verteidigen. Wir senden einige Einsatzgruppen, um verschiedene Gegenden des Systems zu sichern. Ihr Schiff, sowie die Schiffe der anderen Mitglieder hier, werden dieser Gruppe zugewiesen. USS Rhode Island ist bereits in der Gegend und beginnt eine erste Untersuchung. Captain Kim wird Ihnen einen vollständigen Bericht geben, sobald Sie ankommen. Okay, sind wir bereit zum Sterben? Ja, absolut. Ja. Los geht's. Kann ja nur schlimmer werden. Ja. Erinnere mich, zu Omega-Zeiten haben wir das einige Male relativ gut bewältigt. Ja, aber jetzt habt ihr mich dabei. Genau. Den Faktor musst du immer mit einbringen, Toni. Ja. Na, guck mal, hinter uns geht das Wurmloch auf und begrüßt uns noch. Oh ja. Sind die Propheten, die sagen, ja. Kommt zu uns. Wir rufen euch. Düdüdüd. Kein Prophetenanschluss unter dieser Nummer. Düdüdüd. Schön, alles ja gleich weggebeamt. Sieht es bei mir so aus, als wenn einige noch den Kommunikator gesucht hatten. Warships sind im Bereich um Corvess 4 eingedrungen. Ich werde das Kommando über eine kleine Einsatzgruppe übernehmen, die den Feind im gesamten System angreifen wird. Sobald ihr Team am Treffpunkt zusammengestellt haben, werden sie sich in das Corvess-System begeben und die Vought War angreifen. Weiter? Okay. Eine bunte Truppe. Ja. Gucken, wie wir uns schlagen werden. Also Ziel ist, das hatten wir eben schon offscreen besprochen, die Artillerieschiffe zuerst. Wenn man die in diesem riesen Huselhaufen findet. Da, hier ist schon ein. Ja, genau. Ja, ups, aua. Okay. Still alive. Ja. Artillerieschiff 1 ist auch schon down. Oh, eins hier? Ja, das zweite ist... Komm schon! Jetzt down. Muss ich erstmal suchen, wo das nächste ist. Ich schieß gerade auf eins. Meine Güte, das ist schnell. Ja. Will man gar nicht meinen, dass deren größten Schiffe eigentlich auch noch die schnellsten sind, ne? Ja. Oh. Kann es eigentlich sein, dass ein Trick hier ist, ziemlich weit oben zu fliegen? Ich habe das Gefühl, die ganzen X sind immer unter mir. Ist. Ja, ist eine zweite Reihe. Zu spät geklickt. Oh. Oh, das war ein Fehler. Hier noch eins schön abgedriftet. Hier verfolgt mich eins irgendwie. Das ist irgendwie eins, was ziemlich weit hinten außen irgendwo ist. Das hab ich abgeschleppt mit einem Satelliten. Also so einem. Diesem roten Ding da? Ja, genau. Irgendwie ist das getarnt bei mir. Ah, da, jetzt so. Ich bin auf den Haus aus. Aber jetzt hat mich erwischt. Ich will ihn nicht allein lassen. Toni!
Ja, bin 9 Sekunden wieder da. Ich bin hier am Kartenrand, deswegen drehe ich so langsam, das ist schlecht. Ja, eine von 8 haben wir schon mal erwischt. Yay. Oh oh. Das klingt jetzt. Okay. Klappt. Oh Gott, flieg. Flieg! Artillerie! Flieg und Sieg! Flieg und stirb ist es gerade eher. Aua, 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 ich platz. Ah, oh, shit. Nein! Wann gilt das eigentlich für uns als verloren? Wenn wir alle tot sind oder haben wir nur eine gewisse Anzahl an Tode? Also, wir haben bestimmt halt nur 1:37 noch. Oh Gott! Okay. Also, ich habe hier wieder eins separiert. Ich krieg das eine Ding hier irgendwie alleine gar nicht richtig down, habe ich das Gefühl. Ja, wir müssen, zusammenarbeiten. Okay, ich komme mal zu. Oh Gott. Aber immer noch still alive, ich habe immer noch mein erstes Leben hier. Mein Leben ist schon dicht zerwirkt. Sagt er und spielt Destiro. Wenn ihn die anderen Missionen mal so einen Schaden machen würden, ne? Ja. Au, au, au. Bist du? Wo bist du? Wo bist du? Warte. Über euch, glaube ich, so ein bisschen. Aber noch. Immer noch am Leben. Also, die Vulkanier haben echt gut zusammengenietet, das Ding hier. Mhm. Aber immer nur 1 von 8, das schaffen wir nicht. Wie viel Leben hat das Ding dann auch? Zu viel. Hier eigentlich. Ich bin bei euch beiden direkt bei euch, aber ja, irgendwie es dauert echt ewig, so mal eins davon Platz zu kriegen. Ist das weg? Wo ist es denn jetzt hin? Warum? Wie unausgeglichen dieses Spiel ist, echt der Hammer. Ja. Das ist dann mittlerweile der Unterschied zwischen Advance und Elite. Also Elite ist ja mittlerweile komplett für eine Banane geworden. Ja. Was die Zahlen angeht. Ja, was machen wir mittlerweile nicht mehr so. Wie, das war kein Schiff von Gott. Ja, ich bin äußerst enttäuscht im Moment. Das Oberkommando hat mir versichert, dass sie und ihre Crew diese Aufgabe wenden können. Ich schätze, damit haben sie falsch gelegen. Zieh dich zurück, ich schicke Unterstützung, die sich mit ihnen in einen langen, zähen Kampf entwickelt werden musste. Auf diese Weise wird es viel mehr Verluste geben, doch vielleicht haben wir so trotzdem noch eine Chance, das Corfest-System zu retten. Yay. Hey, danke für die Motivation, Kim. Hättet ihr uns einfach mal mehr Zeit gegeben, hätten wir es vielleicht sogar geschafft. Hm. Überlebt haben wir ja so ein bisschen. Ja, rettet die Welt in 2 Minuten. Ah ja. Na dann, nix sie weg. Versuch was, Ben. Man hat auch noch verschiedene Karten. Also im zweiten ist man entweder in einem Asteroidenfeld und muss halt die Angreifer abhalten. Oder man muss im Unterraum mehrere Wellen besiegen. Und am Schluss kommt dann eine Karte, wo du mehrere Trilithium-Torpedos davon abhalten musst, die Sonne zu zerstören. Ach, das ist doch ein Treffen der Generation. Aber warum gibt es denn das nur in Elite? Ja. Hat die schwerste Mission im Spiel sein. So wie es früher ging und zwar Kobayashi Maru. Der Alles-oder-nichts-Test, ja. Okay. Ja. Gudi, wir haben wahrscheinlich auch einen Cooldown drauf, ne? Ja, können wir also keinen Second Try jetzt mal probieren. Gudi, der Versuch war es wert. Ich lasse es mal gelten. Dank mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder alles richtig klappt. Elite ist halt doch nochmal ein ganz anderes Level. Anderes Schippchen, ja. Also, danke an, wie haben wir hier? Helm, Fassi, Toni und Felix. Mhm, mal gerne. Ja, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.